Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von New Super Mario Brothers. Welt 6 steht an und damit auch meine Lieblingswelt. Und das heißt, ich gehe natürlich top motiviert in die ganze Folge rein. Vor allem wird die Welt auch wieder in drei Parts unterteilt sein. Denn wir haben tatsächlich drei Zwischencastles. Ihr könnt euch selbst überzeugen, ich zeige euch hier kurz die Karte. 1, 2 und 3. Und das Coole ist halt, dazwischen sind teilweise nur drei Leveln. Also, I don't know, warum man in der Welt das wirklich in drei Castles unterteilt hat. Vielleicht einfach zur Abwechslung, vielleicht wegen irgendwas anderem. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ab ins erste Level. Ja, weil es meine Lieblingswelt ist, habe ich natürlich die Level noch relativ gut in Erinnerung. Und ich hoffe natürlich, dass sich die Fails heute in Grenzen halten werden. Aber ich glaube schon. Und mein Gamepad hat aus irgendeinem Grund schon wieder keinen Akku. Bitte halt trotzdem für 5 Minuten Stand. Und warum sind hier oben Münzen? Ey, fängt das jetzt mit den Sternmünzen jetzt schon an, oder was? Ach ja, stimmt. Oh mein Gott, genau. Das Feature habe ich so geliebt. Vor allem auch die Soundkulisse. Hört einfach mal hin. Ich glaube, da oben ist die erste Sternmünze. Ich hoffe. Ist es das? Jop, ist es. Boah, der Tag heute, ich sag's euch, der war bei mir so heftig scheiße. Also, keine Ahnung. Ich verspüre heute noch so viel Hass. Ich glaube, hier ist schon die zweite Sternmünze. Gut zu wissen, wo die ist. Ja, und ich brauche einfach jetzt ein bisschen gute Laune, somit. Ich hoffe, das Spiel bringt mir diese auch. Ich habe gar nicht mal so viele Möglichkeiten. Ich meine, Animal Crossing wird noch gehen. Mario Kart, ganz schlechte Entscheidung. Leider wird das Salz noch viel größer und ganz ehrlich. Fragt einfach bei den Kollegen nach, wenn ihr die abonniert habt. Die wissen ganz genau, um was es geht. Ich nenne jetzt genau keine richtigen Themen oder sowas, aber naja. Ich glaube, ich hatte noch nie einen größeren Ausraster als heute. Na gut. Oh. Abgekürzt, okay. Ist es gut oder schlecht? Nee, oder? Nicht schon wieder. Dritte Sternmünze, nicht wahr? Der ist nicht gut. Beziehungsweise ein nutzloser Secret. Ich hoffe eher das Letztere, aber ich glaube es nicht. Wenn jetzt keine Sternmünze ist, dann ist es halt leider Gottes. Doch. Nee, das ist hundertprozentig die letzte. Lol. Hey, doch nicht. Was? Hä? Ich hab da aber nirgendwo oder irgendwie so ein Secret gesehen oder was auch immer. Hä? Kann das auch sein? Lol, als ob. Das ist einfach nur ein nutzloser Bonus oder was? Ja, okay, keine Ahnung. Ich könnte mir natürlich die Mini-Röhre angucken, aber ich tue es jetzt mal nicht, weil ich glaube, ich werde die wirklich nicht brauchen. Aber ist auch keine Röhre oder so. Nee. Hä? Ja, okay, vergessen wir es einfach. Hab ins nächste Level. Und jetzt kommt wieder was Wüstenmäßiges. Ja, und Lakitu kommt auch wieder. Ach, den gab's doch noch in einem anderen Level. Ich dachte tatsächlich, der hätte nur einen Auftritt, aber okay. Wow. Und dann stirbt man so dämlich. Ach komm, ich komme echt nicht hoch, was? Hä? Was hat der für Macken? Okay, jetzt hat's funktioniert. Ich muss kurz mal mir die Brustblume gönnen. Gut, hab's. Das heißt, hier oben wird wieder irgendwas versteckt sein, was ich nicht weiß. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Ach, Tornados kommen auch wieder. Was? Für was brauche ich die Wolke, wenn die dann nirgends... Ah, hier. Ja, stimmt. Okay, es gibt keine andere Möglichkeit, diese Ding zu holen. Die Tornados sind in dem Level also Thema. Und das war auch die erste Sternmünze. Ja, ich möchte zu dieser Welt noch kurz was sagen. Nicht nur irgendwie jetzt über das Spiel selbst, sondern... es kann wirklich sein, dass die Folgen teilweise unter 10 Minuten lang werden. Da zieht sich das ja auffällig aus. Gab's nicht Secrets auf die Art und Weise? Ich glaube hier nicht. Ich riskiere es mal nicht. Zwei Lakitus auf einen Schlagen, super. Und das war schon wieder mit der Brustblume. War aber nicht anders zu erwarten. Naja, also ich kann... Ach komm! Ich kann es mir echt gut vorstellen, dass auf jeden Fall die Welten hier, die Folgen jetzt auf jeden Fall teilweise unter 10 Minuten lang werden. Sollte es wirklich alles gut nach Plan laufen. Weil die Level sind teilweise gar nicht mal so schwer. Ich verstehe auch nicht wieso. Lol. Habt ihr den Jump gerade gesehen? Und vor allem, wenn dann halt wirklich nur drei Levels sind, das ist halt schon mega wenig.
Ich meine, jetzt hatten wir teilweise immer so 6, teilweise 5, teilweise 6 und so. Da ist dann halt 3, gerade mal die Hälfte. Pff, ist schon sehr wenig. So, hier kann ich offenbar unten durch. Ja. Ist hier auch schon die zweite Sternenmünze? Hier ist ein Stern, den ich gerade nicht ergattert habe. Ah, okay. Ach lol, das ist eine... Für was brauche ich den Stern dann? Warte, da muss hier noch irgendwo was sein, natürlich. Ah. Das ist ein bisschen gefährlich. Oh, geschafft. War das halt der richtige Weg? Hey, da konnte man doch rein. Lol, geschielt, aber so komplett. Warte, sag jetzt nicht, dass es... Oh mein Gott. Es ist so der Troll. Also ich komme hier gar nicht mehr raus dann. Wenn ich da reinfalle, ich muss sogar den Weg nehmen. Und das war... Hä? Wo hätte ich eine Sternmünze übersehen? Da gibt's nicht. Wo denn? Jetzt nervt mich der Allergie doch schon wieder mehr. Da muss hier irgendwo noch was gewesen sein. Hä, hey, kann das echt sein, dass... Warte. Das würde mich jetzt interessieren. Könnte es doch das sein, was ich glaube? Also hier sehe ich nur nirgendwo was. Oh Mann, jetzt bin ich tot. Ja gut. Gute Frage. Ich probiere das jetzt kurz mal aus. Ich habe so eine Vermutung. Ob sie stimmt, weiß ich nicht. Wir probieren das einfach mal aus. Hier auch noch ein Item. Schön, danke. Also meine Vermutung ist einfach, dass ich da jetzt rein muss. Ich glaube echt. Probieren wir es aus. Doch, es ist tatsächlich... Nein! Stopp. Es ist echt so. Man kann da wirklich rein. Ich konnte mich irgendwie so erinnern, dass das ging. Oh, Glück gehabt. Dann war das Missverständnis auch schon mal geklärt. Nice. Aber cooles Versteck auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen. So, jetzt bitte nicht rollen. Nice. Hat funktioniert. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo war... Nein! Wo war denn jetzt die dritte ganz schnell? Stimmt, die war in der Röhre drin. Hier sollte ich trotzdem ein bisschen aufpassen. Boah, das Level zieht sich gerade so richtig. Mann, schon wieder. Kann ich so auch rein? Nee. Dann mache ich schnell und nutze noch den Stern aus. Ja, okay, gut. Es war jetzt nur für alle Fälle. Weil sollte ich halt wirklich runterfallen, das wäre halt schon blöd. Ach so, und deswegen... Mhm. Deswegen auch die Röhre hier. Dass ich rück... Wie? Das sehe ich jetzt als relativ krassen Betrug an. Als ob mich der wirklich... Hä? Als ob mich der wirklich... Nee! Der kann mich echt während der Kanone abfeuern. Das ist aber nicht der Sinn. Komm mal bitte schnell. Ja, es dauert sein Zeitchen. Hä, was war denn das jetzt wirklich? Das sehe ich jetzt nicht ganz ein. Tut mir leid, aber... Das möchte ich jetzt echt nicht verstehen. Na gut. Damit haben wir den Top-Fail des Tages heute auch mal wieder geleistet. Und zwar auf komplett dumme Art und Weise. Genau gesagt, das versehentlich. Ich verstehe halt echt nicht wie. Ja genau, das Item habe ich schon geholt. Ich würde jetzt ganz schnell eine Blume benötigen. Vorsicht. Oh. Ja klar, ganz ehrlich, wie willst du da ausweichen? Erklär's mir. 3 Lakitus auf einmal. Also, ist das ein Mario Maker Level oder was? Also jetzt ernsthaft, das ist ja wirklich komplett irre. So weit dieses Mal nicht. Schnell springen, komm. Genau. Und ein Secret sollte hier nicht sein, das heißt, hier sollte... Oh Gott! Das war knapp. Bin ich hier sicher? Ja, bin ich. Und ich glaube, die Spitze kannst du nur mit dem Mini-Pilz holen. Na gut.
Trotzdem alle Sternmünzen, das ist das Wichtige und somit können wir das Level abschließen. Und sogar ein Item muss man wieder. So, nächstes. Sieht stark nach, kann ich schon das aktivieren? Ja, kann ich. Machen wir gleich mal. Das heißt schon mal Halbzeit für die heutige Folge. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwas Unterwassermäßiges. Zumindest weist mich das Feld schon darauf hin. Nee, doch nicht, was? Ha, Inselsachen. Boah, das Level sieht schon mal cool aus. Wisst ihr, ich erwähne vorher sogar noch mein Lieblingsfeld und sowas, aber ich bin trotzdem verwirrt. Sternmünzen sind hier natürlich sehr gut zu verstecken, glaube ich. Vor allem auch mit diesen fliegenden Sachen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass hier irgendwo ein Ding ist, so eine Art Ranke. Auch und hier steckt das Wasser ein bisschen mehr. Ah, die Mucke ist cool. Oh. Hoppala. Sollte sich ausgehen. Nice. Aber noch keine erste Sternmünze in Sicht. Ja, klar, natürlich. Und, oh, und jetzt gerade in dem Moment geht's aus. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Ist aber auch eine fiese Stelle, muss ich sagen, wenn die immer hochtreiben. Ich hoffe, ich brauche die jetzt nicht später. So, hier könnte schon mal gut aussehen. Und auch hier ist wieder eine Brustblume, lol. Also, itemtechnisch sieht es wirklich, also, ja. Krass. Ach, und die, die bringen mich jetzt hoch. Zu einem Bonusraum. Ja, lol. Also keine Sternmünze. Hey, muss doch sein. Okay, manche sind One-Ups drin. Aber die richtigen hier rauskriegen, das ist ja auch schwierig. Vor allem manchmal gehst du halt mitten einfach durch, so wie hier gerade die ganze Zeit. Ach komm. Ja, nee, ist klar. Aktivier doch vernünftig. Schon wieder. Wie lange geht denn das überhaupt? Mein G-Pad geht gleich aus. Als ob das jetzt keine Sternmünze war. Hä, ernsthaft? Also ich hätte jetzt sicher gesagt, dass das wahrscheinlich eine Sternmünze wäre. Also ich muss ganz kurz mal mein Ladekabel. Bevor das Ganze auch noch rausgeht hier. Okay, und hier komme ich wieder runter. Aber es ist ein bisschen untypisch, finde ich, für das Spiel. Ah. Oh, lol. Okay, es ist doch nur ein kleines Ding. Da sehe ich schon, da ist die erste. Ich hoffe, es ist die erste. Ich überprüfe mal. Nee, es ist echt die zweite. Hey, wo hätte ich denn da die erste schon wieder übersehen? Vor allem, komme ich da jetzt eigentlich noch raus? Ja, komme ich. Da muss hier noch irgendwas was anderes versteckt sein. Ich suche trotzdem mal alles ganz genau ab. Okay, das ist auch nicht. Ja gut, okay, dann lasse ich das mal so stehen. Ich gehe jetzt mal weiter. Aber ich hoffe, die dritte kriegen wir noch. Aber es gibt nicht viele Möglichkeiten, wo ich die übersehen hätte. Zumindest fällt mir keine an. Eine, so richtig. Da unten ist eine Itembox. So, und ich muss mich mal besser hinsetzen, weil ganz ehrlich, sonst hört man mich im Mikro nicht. Wir bekommen einen Stern. Aber wenn ich schon so Sachen sehe wie Minipilz und sowas, was da drin möglich ist, ich hoffe nicht, dass ich den brauchen werde. Okay, da unten ist die letzte Sternmünze. Nächster Stern. Ist das gut? Next one. Ja, das ist sogar ganz schön. Das ist sehr gut. Warte mal. Auch für die One-Ups jetzt. Sternmünze haben wir. Ist da noch einer drin? Tatsächlich. Next one. Dann rasen wir jetzt mit dem Stern hier durch. Und es sieht so aus, als wäre ich hier schon im Ziel. Und? Jupp, so ist es auch. Also das Level war jetzt irgendwie zum einen komisch, aber zum einen noch relativ cool. Jetzt ist ja trotzdem die Frage, wo hätte ich denn bitte diese Sternmünze zu übersehen?
War die halt gleich direkt am Anfang oder sowas? Weil da bin ich ja nicht unten durchgelaufen. Dass man hier unten da durch muss. Irgendwo. Nee. Kann auch nicht sein. Da muss die vor diesem Secret gewesen sein irgendwo. Hier. Kann ich auf die Palmen stehen oder sowas? Nee. Also die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch spontan einfallen würde, wäre halt... wohl oder... lol. Okay, das war schon mal nicht. Wäre halt wohl oder übel irgendwo eine Ranke. Anders geht's nicht. Also wo willst du hier sonst eine Sternmünze setzen? Das ist die einzige Möglichkeit. Kann nicht sein, dass hier irgendwie, dass das irgendein Teil von denen wirklich eine Ranke oder sowas beinhaltet. Das kann nicht sein. Und wenn es so ist, ist es mega fies. Wartet. Gut, da war eine Brustblume. Hier ist auch nichts. What? Ey, komplett verplant hier. Ach, hier, lol. Warte, was? Ja, hey, was bringt mir das jetzt? Also tut mir leid an der Stelle, aber nee. Wenn das hier nicht sein soll, wo sonst? Weil hier ist jetzt wieder diese Röhre. Dazwischen vielleicht irgendwo. Dieser eine Block dazwischen. Vielleicht beinhaltet der irgendwas Interessantes. Ne, es ist nur ein Münzblock. Und hier ist jetzt wieder der was mich wieder da hinballert, nicht wahr? Ja. Ja gut, okay, ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Das heißt, die Sternmünze, ich werde euch die beim nächsten Mal zeigen. Hier ist sicher so richtig easy versteckt. Gut, dann ab ins Castle ins Erste. Und die Donnersäulen kommen wieder. Hatten wir zum Letzten im Hauptcastle der Welt 3. Jetzt sind sie auch wieder. Oh oh. Boah, das wird knapp. Ich bin... Na, ich war zu langsam. Hier, das ist... Oh Gott, das war auch wieder zu langsam. Und die erste Sternmünze direkt zu. Aber man kann hier nur schwer einschätzen, gleich direkt, wann die rauskommen. Also die setzen halt nicht so an, so direkt, wie es halt früher mal war. Wie es heute ist. Wie es heute der Fall ist, nicht wie es früher war. Weil heute setzen sie erst vorher mal an, bevor die überhaupt rauskommen. Jetzt muss ich aufpassen, warten. Oh, hab's. Kann ich schon vergessen. Schnell, schnell, schnell. Ja, nee, ist klar. Hä? Ich habe jetzt schon wieder Angst, dass ich irgendwas übersehen hätte. Genau deshalb. Und ne, da oben. Warte mal. Ne, da oben ist das Ziel. Hier ist ein verstecktes Item, alles klar. Dort oben ist das Ziel. Da müssen wir hin. Trotzdem würde ich gern vorher noch die Sternenmünzen holen. Das könnte knapp werden. Ja, klar. Ich falle wieder runter. Aber Zeit ist genug da. Vor allem, ich kann einen Zwischenstopp machen, ganz genau. So ist die ganze Geschichte auch einfacher und es ist noch die zweite. Die Chance ist also noch gewahrt. Lol. Ach, verstehe schon. Hä, nee, oder? Geht sich das aus? Concentration. Das gibt's nicht, das muss ja ausgehen. Wie denn? Okay, ich muss das mit dem Knochendrucken perfekt timen. Okay, jetzt bin ich wieder an derselben Stelle. Hä? Als ob das nur mit Minipilz möglich ist, das kann nicht sein. Als ob die jetzt gerade in dem Castle sowas wie Minipilz reinhauen, das kann nicht, also wirklich, dass man das braucht. Also hochkommen tue ich ganz leicht, also so stückweise. Na, ich dachte, ich wäre es jetzt. Nein! Vielleicht ist das kleiner Mario ein bisschen einfacher. Aber ich sollte nicht zu viel riskieren.
glaube, das kleine Mario ist sogar noch schwerer. An Wandsprung scheitert es mal nicht an der Technik. Na, ich glaube, jetzt wäre es was gewesen. Da gibt's nicht. Oh! Ja, komm, okay, ich geb's auf. Ich geb's auf. Ohne Minipilz kommst du nicht hoch. Aber den Kerl, den schlagen wir auf jeden Fall. Vor allem so eine bewegliche Plattform, natürlich, wenn mich die jetzt aufhalten wird. Oh, meine Güte. Gut. Das heißt, wir haben die 4 Castles schon mal erfüllt und beim nächsten Mal, wo wir sowieso nur 3 Level hätten, können wir uns dann eben um die 2 verlorenen oder 2 fehlenden Sternmünzen ebenfalls kümmern. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, Leute.